Oh, Mason, ich vermisse dich so. Es ist nichts. Das ist ein Bild von Mason. Unsere Tochter. Ihr Name ist Samantha. Ja, sie ist wirklich ein hübsches Kind. Sie sieht aus wie ihr Vater. Denken Sie jetzt, wieso ich Ihre Hilfe brauche. Ich muss dringend wissen, was mit Mason passiert ist. Ich will die Wahrheit erfahren. Bitte, ich flehe Sie an. Lassen Sie mich nicht im Stich. Helfen Sie mir. Bitte, helfen Sie mir, seinen Namen wieder reinzuwaschen. Es ist offen. Cruz, ich bin hier. Das ist vielleicht eine Nacht, was? Was ist los? Ist der Strom ausgefallen? Wie geht's, Kane? Das wollte ich dich gerade fragen. Wieso stehst du hier in nassen Sachen? Ach so, ja. Draußen regnet es ziemlich stark. Da wäre ich nie drauf gekommen. Was hast du bei dem Wetter draußen gemacht? Einen sehr langen, ausgiebigen Spaziergang. Bedrückt dich irgendwas? Nein. Soll ich lieber wieder gehen? Nein, lass mich bitte nicht allein. Wieso ziehst du dich nicht um? Du erkältest dich noch in den nassen Klamotten. Du hast doch irgendwas. Ich meine, du hörst mir überhaupt nicht zu. Verdammt, du hast recht, mir geht's dreckig. Hat's was mit Eden zu tun? Nein, das ist es nicht. Es geht um Chip. Tori hat ihn heute früh abgeholt, Mann, er ist weg. Ich verstehe, das ist hart. Ich habe gerade vor ihrem Fenster gestanden und meinen Sohn betrachtet. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich habe es von Anfang an gewusst. Aber ich hätte mir nie vorgestellt, dass es mir so zu schaffen machen würde, wieder ohne ihn zu sein. Ich sag dir, das tut verdammt weh. Jemand versucht, dich umzubringen, aber ich bin es nicht. Das hätte ich auch nicht von dir geglaubt. Ich weiß. Ich werde dich irgendwo anders hinbringen. Hier im Krankenhaus bist du nicht sicher genug. Warum sollte ich hier nicht sicher sein? Jeffrey beschützt mich doch. Weil hier ein Killer rumläuft, der dich schon fast erwischt hätte und vielleicht wird er es nochmal versuchen. Bitte hör auf mich, Kelly. Lass uns von hier verschwinden. Irgendwo hin, wo wir ungestört sind. Ich möchte mit dir allein sein. Ich bitte dich, sag doch so etwas nicht. Ich kann nicht leugnen, dass ich etwas für dich empfinde, aber ich bin verheiratet. Wir sollten das ganz schnell wieder vergessen. Kelly, gib mir eine Chance. Was ist das denn? Erlaubt Tori, dass du ihn besuchst? Keine Ahnung. Sie hat bestimmt noch nicht darüber nachgedacht.
Sie muss erst mal wieder völlig gesund werden. Und danach sieht man weiter. Weiß sie, wie du dich fühlst? Ja. Oh, danke. Ja, ich habe sie erzählt, nur ich hatte den Eindruck, sie versteht mich überhaupt nicht. Oder will mich nicht verstehen, da bin ich mir nicht sicher. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht zu sehr an den Jungen zu gewöhnen, damit genau das hier nicht passiert. Eigentlich war das doch abzusehen. Wenn du dein Kind erstmal bei dir hast, dann fällt es dir schwer, es wieder herzugeben. Ich hätte es mir nie so hart vorgestellt, um ehrlich zu sein. Eden hat es vorausgesehen. Sie hat gewusst, was dieses Kind in mir auslöst. Aber ich habe gedacht, ich wäre immun. Ich habe gedacht, ich würde keine Vatergefühle entwickeln. Was bin ich doch für ein Idiot? Glaubst du, dass Eden deswegen nach Europa gefahren ist? Das spielte sicher dabei eine Rolle. Ich schätze, sie wollte mir Zeit lassen und mir den nötigen Freiraum geben, sodass ich mir darüber klar werden kann, was ich für meinen Sohn empfinde und wie wichtig er mir ist. Und bist du dir darüber klar geworden? Ja, das bin ich. Ich weiß, ich liebe den Jungen. Und ich weiß, er braucht mich, Kane. Als ein Lehrer und als jemanden, der sich um ihn kümmert. Ich will nicht, dass er ohne Vater aufwächst. Hast du dir das auch ganz genau überlegt? Es ist schon schlimm, dass ich ohne Vater aufwachsen musste. Wie das klappen soll, weiß ich auch nicht. Victoria wird natürlich ihr eigenes Leben führen wollen und das sicher nicht in Santa Barbara. Sie zieht vielleicht nach L.A. und wird sich früher oder später mit einem anderen Mann einlassen. Und ich ertrage den Gedanken nicht, dass mein Sohn diesen Typen seinen Vater nennt. Verstehst du? Sicher, dann musst du mit Victoria eben irgendeine Regelung treffen. Ja, nur welche? Jedes dritte Wochenende und die halben Sommerferien? Ich weiß nicht, toll ist das nicht gerade. Egal, welche Entscheidung du triffst, vergiss nicht, Eden daran zu beteiligen. Das werde ich nicht, aber es ist schwer für sie, dieses Thema überhaupt an sich heranzulassen. Hör mal, Cruz, das mag vielleicht abgedroschen klingen, aber du musst ihr Zeit geben. Sie wird damit fertig, da bin ich mir sicher. Ihr werdet zusammen einen Weg finden. Sie würde dich nie im Stich lassen, dazu liebt sie dich viel zu sehr. Ja, ich würde auch nicht wollen, dass diese Sache zwischen uns steht. Das Dumme ist nur, ich weiß keine Lösung und kann nur hoffen, dass ich eine finde. Das wird schwierig, denn ich möchte Eden Wärme und Geborgenheit geben. Und gleichzeitig will ich natürlich, wann immer es geht, auch für meinen Sohn da sein. Jeffrey, was ist passiert? Mir fehlt nichts. TJ, ist da drin. Ich hab doch gesagt, sie soll nicht gesperrt werden. Was ist das? Los, her damit! Teufel, wo haben Sie die? Die habe ich hier auf dem Boden gefunden. Sie haben hier nichts zu suchen. Raus hier! Raus! Auf der Stelle! Ich habe nicht versucht, sie umzubringen. Ihre Mutter war es und ich werde sie nicht einfach so davonkommen lassen. Wenn Ihnen was an Kelly liegt, dann knöpfen Sie sich selber vor. Jetzt. Jeffrey, er wollte mir nur helfen, glaub mir. Nicht schon wieder. Da rein. Pater Maika? Rebecca. Ich wollte gerade ein bisschen Licht machen. Hat sowas hier öfter vor? Nur bei Gewitter. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Wenn Sie so nett wären, die Kerze mal kurz zu halten. Na also, schon besser. Ja. Ich wollte noch ein paar Kerzen holen, damit ich nach den anderen Schwestern sehen kann. Ach, da machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind hier sicher wie in einer mittelalterlichen Festung. Was ist mit Sarah? Gewitter machen ihr immer besondere Angst. Es geht ihr gut. Sie schläft und hat von dem Unwetter noch gar nichts mitbekommen. Schön. Sie wissen ja, wie schrecklich sensibel sie ist. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie sich um sie kümmern. Aber das ist doch selbstverständlich. Ich helfe ihr von Herzen gern, Pater. Danke. Oh, ich rufe mal beim E-Werk an. Michael, ich bin Pater. Gott, ist das ein Wetter.
Hallo, das ist ja eine... Bitte verraten Sie mich nicht. Ja, von früher. Ich glaube, wir haben uns nicht mehr gesehen seit... Seit Chicago. Oh, ich weiß es noch. Es war das große Abschlussessen unseres Jahrgangs. Wie lange ist das jetzt her? Warte. Ziemlich lange jedenfalls. Ja, wir waren auch College Girls. Ihr wart befreundet? Man kannte sich. Ja, wir haben uns seit Chicago nicht wieder gesehen. Solche Zufälle gibt es ziemlich selten. Ja, allerdings. Gut, ich werde mich mal um das Notstromaggregat kümmern. Dort liegen die Briefe für die Spendenaktion. Ist gut. Ich hoffe, du hilfst mir nachher, diesen Papierkram zu bewältigen. Natürlich, ja. Ach, ich bin gleich wieder zurück. Ihr habt euch ja bestimmt einiges zu erzählen. Sicher. Schwester Rebecca? Ich danke Ihnen vielmals. Danke, dass Sie mich nicht verraten haben. Bitte sagen Sie niemandem, wer ich wirklich bin. Ich werde Ihnen alles erklären. Was tun Sie hier? Mason war auch hier, noch kurz vor seinem Tod. Er wollte Mark McCormicks Mörder finden. Hier? Ja, und er war ihm schon dicht auf der Spur. Aber dann brach das Feuer aus. Und Sie wollen die Suche nun fortsetzen? Ja, genau so ist es. Das ist Aufgabe der Polizei. Die Polizei hält Mason doch für schuldig. Erst wenn ich neue Beweise vorlege, kann ich erreichen, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Also ein Mörder hier, ich weiß nicht. Mason war sich absolut sicher. Sie sollten mit meinem Bruder darüber sprechen. Ausgeschlossen. Ich darf kein Risiko eingehen. Hören Sie, Michael ist früher Polizist gewesen. Er kann Ihnen vielleicht helfen. Wenn Sie möchten, kann ich ihn auch fragen. Ich will nicht, dass irgendjemand etwas davon erfährt. Nicht mal Ihr Bruder. Ich kenne meinen Bruder. Sie können ihm vertrauen. Nein, ich kann niemandem mehr vertrauen. Und ich bitte Sie inständig, verraten Sie mich nicht. Soll das heißen, Sie halten Masons Tod nicht für einen Unfall? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kann es nur noch nicht beweisen. Oh, das hört sich alles sehr gefährlich an. Es ist mir egal, ob es gefährlich ist. Ich werde den Beweis erbringen, dass Mason kein Mörder war, ganz gleich, was es mich kostet. Helfen Sie mir. Bitte sagen Sie Ihrem Bruder nichts. Und wenn nun irgendetwas schief geht? Wenn etwas schief geht, dann weiß ich, was ich tun muss. Glauben Sie mir. Okay, ich verspreche es. Ich danke Ihnen. Ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Sie erinnern sich an Schwester Sarah? Wieso? Was hat sie damit zu tun? Mason sagte mir, sie wüsste irgendetwas, doch sie hat Angst, sich mir anzuvertrauen. Und was kann ich da machen? Versuchen Sie doch mal, mit ihr zu reden. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Ich weiß nicht richtig. Ich kenne Sarah bitte, doch kaum. Bitte helfen Sie mir. Reden Sie mit Sarah. Nur sie kennt die ganze Wahrheit. Wie soll ich das denn anstellen? Ich bringe sie zu ihr und sorge dafür, dass niemand sie bemerkt. Wissen Sie auch wirklich, was Sie da tun? Ich habe überhaupt keine andere Wahl. Ich muss es tun, sonst werde ich Masons Tod nie annehmen können. Nie. Im Interesse Ihrer Frau sollten Sie unbedingt jede Aufregung vermeiden. Sie braucht jetzt Ruhe, sonst wird sie noch sehr viel länger hier bleiben müssen. Es geht schon wieder hervorragend. Dann können Sie ja bald nach Hause. Vorausgesetzt, Ihr Mann kümmert sich liebevoll um Sie und sorgt dafür, dass Sie auf gar keinen Fall gestört werden. Über Mangel an liebevoller Fürsorge kann sie ja wohl nicht klagen. Die anderen Patienten warten. Nachher sehe ich noch mal bei Ihnen rein. Danke. Ja, vielen Dank. Also? Ich will mit dir über TJ reden. Wie oft wollen wir noch darüber reden? Ich will den Typen nicht in deiner Nähe sehen. Du täuschst dich gewaltig in ihm. Ach, wirklich? Und was soll ich davon halten, wenn er hier mit einer Spritze in der Hand an deinem Bett steht? Er hat sie nur aufgehoben. Ich habe es gesehen. Sie lag schon da. Ja, schon gut. Dieses Thema regt dich viel zu sehr auf. Du hast doch gehört, was Gott vorhin gesagt hat. Ruhe ist jetzt das Wichtigste. Wie soll ich denn zur Ruhe kommen, wenn alle immer nur auf mich einreden und mir sagen, was ich tun soll? Ich schreibe dir nicht vor, was du tun sollst. Ich sage nur, ich traue ihm nicht. Er versucht, dich auszunutzen. In Wahrheit denkt er doch nur an sich selbst. Er war hier, weil er dachte, ich sei in Gefahr. Er macht sich nur Sorgen um meine Sicherheit. Und weshalb bin ich hier? Was denkst du, was ich hier mache? Und außerdem darf er dich laut gerichtlicher Verfügung nicht besuchen. Das war die Bedingung für seine Freilassung auf Kaution. Was ich übrigens völlig unverständlich finde. Immerhin habe ich die Kaution gestellt. Was? Du hast ihn aus dem Gefängnis geholt? Ja, für mich war von Anfang an klar, dass er unschuldig ist. Das ist ja...
Ich habe alles getan, was ich nur irgendwie konnte, um unsere Ehe zu retten. Und was machst du? Du holst den Mann aus dem Gefängnis, der sich zwischen uns stellen will. Ach, du wärst womöglich auch noch froh darüber, wenn man ihn verurteilen würde. Das ist mir völlig egal. Ich kann nur nicht verstehen, warum du ihm hilfst. Ich bin der Meinung, er gehört nicht ins Gefängnis. Ach, Kelly, du liebst ihn doch nicht etwa? Frag mich das bitte nicht, Jeffrey. Ich weiß selbst nicht genau, was ich im Moment empfinde. Ich will hier raus. Tu das nicht, bitte bleib hier. Fass mich nicht an. Warte. Geh jetzt nicht weg, tu mir das bitte nicht an. Denk mal drüber nach, was du mir antust. Ich hab dir doch gesagt, dass ich erstmal etwas Zeit brauche. Jeffrey, es ist für mich sehr wichtig, über einiges nachzudenken, über dich und mich. Über deine Mutter und über DJ. Einfach über alles. Aber du gibst mir nicht den Raum dazu. Ich will für mich selbst entscheiden, was für ein Leben ich führe. Und ich lasse mich nicht von dir zwingen, alles so zu machen, wie du es willst. Ich wünschte, Eden wäre hier, dann wäre mir wohler, das kannst du mir glauben. Ich mach auf, ja? Was? Ja, danke, Kane. Hallo? Bruce, Sie müssen mir unbedingt helfen. Kelly ist in Gefahr. Wieso? Was ist los? Man hat schon wieder versucht, sie umzubringen. Es lag eine Spritze neben ihrem Bett. Vielleicht hat eine Krankenschwester sie da liegen lassen. Unmöglich, sie kriegt zurzeit keine Spritzen. Das Ding hat in ihrem Zimmer nichts zu suchen. Es könnte trotzdem ein Zufall gewesen sein. Ich bitte Sie, Cruz, Sie glauben das so wenig wie ich. Wir beide wissen doch, wer dahinter steckt. Könnte mir jemand sagen, worum es hier geht? Nach TJs Ansicht hat Pamela versucht, Kelly zu töten und wollte es ihm in die Schuhe schieben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und sie wird sich nicht davon abbringen lassen, ehe sie es geschafft hat. Ich kümmere mich darum, aber Sie halten sich vom Krankenhaus fern. Wenn Timmons erfährt, dass Sie dort waren, widerruft er Ihre Freilassung auf Kaution und Sie landen wieder im Bau. Lassen Sie mich das machen, ja? Okay, aber sorgen Sie dafür, dass hier nichts passiert. Machen Sie sich keine Gedanken. Am besten Sie fahren nach Hause. Ich werde Sie dann... Ja, gut. Danke. Gut. Was hast du jetzt vor? Naja, ich hätte da eine Idee, aber... Dazu würde ich deine Hilfe brauchen, Kane. Guten Abend, Pamela. Könnten wir Sie einen Moment sprechen? Ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht besonders und... Vielen Dank. Es wird auch nicht lange dauern. Worum geht es? Ich würde mich gerne mit Ihnen über Kelly unterhalten. Aber wieso? Ich habe doch bereits Keith Timmons alles erzählt, was ich über jenen Abend weiß. Richtig. Und damit haben Sie uns auch sehr geholfen. Doch heute bin ich nicht offiziell hier, sondern nur als Kellys Freund. Verstehe, aber das wird an meiner Aussage auch nicht viel ändern, fürchte ich. Darauf wollten Sie doch hinaus, nicht? Ich dachte, vielleicht ist Ihnen noch was eingefallen. Es hat ja auch eine Weile gedauert, bis Sie sich an die Sache mit TJ und dem Glas erinnert haben. Sie wissen ja, nach einer gewissen Zeit erscheinen einem die Dinge oft in einem ganz anderen Licht. Nein. Nein, ich weiß leider nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen könnte. Aber ich fühle mich heute wirklich nicht besonders wohl. Willst du nicht sagen, was im Krankenhaus passiert ist? Wir wissen doch noch gar nicht genau, was wirklich los war. Was ist passiert? Gar nichts. Es hat nur ein bisschen Aufregung gegeben und wir gehen der Sache nach. Aber das war wohl falscher Alarm. Ich hab's gewusst, dieser verdammte TJ Daniels. Entschuldigen Sie, aber wie kommen Sie auf TJ? Oh, vergessen Sie es. Ich meinte nur, dass er... Dieser verdammte Kerl ist gefährlich. Wo der auftaucht, gibt es immer Ärger. Aber diesmal trifft das wohl nicht zu. Wir halten ihn in diesem Fall nicht für verdächtig. Wo waren Sie eigentlich heute Abend? Ich? Wieso? Was soll denn die Frage? Ich meine, wollen Sie damit etwa irgendetwas andeuten oder wollen Sie mich vielleicht beschuldigen? Nein, nicht im Geringsten. Ich frag Sie doch nur. Also wissen Sie, ich mag es nicht, wenn Sie versuchen, mich mit Ihren kleinen Tricks aufs Glatteis zu führen. Haben Sie etwa schon vergessen, dass ich Sie damals durch meine Aussage vor einer lebenslangen Gefängnisstrafe bewahrt habe? Pamela... Ich werde ihn nie vergessen.
dass Sie damals so anständig zu mir waren. Aber es ist nun mal so, dass auch die Anständigen unter uns nicht immer nur Gutes tun. Wahrscheinlich wüsste Herr Clark zu diesem Thema so manches zu berichten, wenn er noch am Leben wäre. Ich hatte Sie anders eingeschätzt. Aber auch Sie kriechen vor den Catwalls zu Kreuze und lassen sich von ihnen gegen mich aufhetzen, denn die wollen alles, was ich noch habe, zerstören. Zuerst war es Mason und jetzt wollen Sie mir auch noch Jeffrey wegnehmen. Und Sie stellen sich natürlich auf Ihre Seite. Haben Sie denn... Oh Gott! Nein, selbstverständlich haben Sie kein Mitgefühl. Sie sehen mit an, wie ein Sohn gegen seine Mutter aufgehetzt wird. Es war wirklich nicht meine Absicht, Ihre Gefühle zu verletzen. Bitte entschuldigen Sie. Oh, das haben Sie auch nicht. Nein, ganz und gar nicht. Was verstehen Sie schon davon? Sie haben ja keine Kinder, oder? Ich habe 2 Söhne verloren und ich könnte... Ich muss Sie jetzt bitten, mich zu verlassen. Ich möchte allein sein. Also bitte gehen Sie endlich. Sie dürfen uns nicht falsch verstehen. Wir sind nur hier, weil wir uns Sorgen um Kelly machen und die Wahrheit herausfinden wollen. Ja, und die Wahrheit ist, dass TJ versucht hat, Kelly umzubringen und dafür wird er auch verurteilt. Wir werden sicher bald herausfinden, ob er der Schuldige ist oder jemand anderes. Haben Sie heute schon mit Jeffrey gesprochen? Nein, er war den ganzen Tag im Krankenhaus bei Kelly. Dann wissen Sie es also noch gar nicht? Was, weiß ich nicht. Ich meine, dass er und Kelly heute noch das Land verlassen. Sie fliegen mit Cecys Privatjet. Es wundert mich, dass Sie es Ihnen nicht gesagt haben. Die zwei hatten bestimmt ihre Gründe dafür. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir wollten Ihnen nicht den Abend verderben. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Wiedersehen. Ja? Du bleibst hier und passt auf, was sie macht. Okay, und du? Ich fahre ins Krankenhaus. Denkst du, das wird sie auch tun? Wenn sie vorhat, um ihren Sohn zu kämpfen, wird sie kommen. Ja, und alles verlieren. Viele Menschen sind zum Äußersten bereit, wenn es um ihre Kinder geht. Auch zum Mord? Tut mir leid, ich kann wirklich keine körperlichen Ursachen für ihren Zustand feststellen. Aber warum spricht sie nicht mehr mit mir? Sie sitzt nur da und starrt ins Leere. Noch vor einer Stunde wollte sie mir etwas Wichtiges mitteilen. Es ist durchaus möglich, dass sie unter irgendeinem Trauma leidet. Der Brand. Ja, Masons Tod könnte dafür der Auslöser sein. Möglicherweise auch ein Vorfall, der länger zurückgeht. Oh, ich bin sicher, dass hier etwas Schreckliches passiert ist und Mason ist ihm auf die Spur gekommen. Glauben Sie nicht, dass Sie da etwas voreilige Schlüsse ziehen? Wir müssen unbedingt herausbekommen, was hier wirklich gespielt wird. Sie dürfen Sarah im Augenblick nicht bedrängen. Sie braucht jetzt jemanden, der gut zu ihr ist. Wenn Mason irgendetwas von ihr erfahren hat, dann nur deswegen, weil sie ihm vertraut hat. Es ist für mich einfach frustrierend. Die ganze Zeit habe ich doch nichts anderes versucht, als ihr eine gute Freundin zu sein. Ich weiß. Und gerade deshalb sollten Sie ihr noch etwas Zeit lassen. Julia... Glauben Sie wirklich, dass mein Bruder irgendetwas mit der Sache zu tun hat? Ja, ich glaube, er weiß etwas. Nun, auch wenn ich in den letzten Jahren nicht viel von ihm mitgekriegt habe, glaube ich nicht, dass er in einen Mord verwickelt ist. Das halte ich für ausgeschlossen. Warum vertrauen Sie ihm nicht und erzählen ihm alles? Nein! Das mache ich auf keinen Fall. Tut mir leid. Würden Sie dann etwas für mich tun? Ja, wenn ich kann. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Denn wenn er auf irgendeine Weise in diese Sache verwickelt ist, dann will ich es erfahren. Das kann ich selbstverständlich nur tun, wenn ich nicht Gefahr laufe, erkannt zu werden. Ja, das verstehe ich. Rufen Sie ruhig an, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für alles danken soll. Wiedersehen. Thank you.
Ach, du bist es. Hallo. Jeffrey, wo ist Kelly? Sie wollte sich die Beine vertreten. Und du bist nicht mitgegangen? Nein, sie wollte allein sein. Weißt du, wo sie hin wollte? Nein, aber sie kann nicht weit sein. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dich zu sehen. Tja, Cruz findet es auch nicht gut, wenn du hier alleine herumläufst. Ja, du solltest kein unnötiges Risiko eingehen. Das tue ich auch nicht. Das Krankenhaus ist voller Schwestern und Ärzte. Ach, Cruz, willst du vielleicht einen Kaffee? Nein, danke, jetzt nicht. Aber ich werde mir einen holen. Ihr versteht euch zurzeit nicht besonders, hm? Nein. Ich will darüber jetzt nicht reden, okay? In Ordnung. Ich bin so froh, dass du über den Berg bist. Willst du mir nicht doch sagen, was dich bedrückt? TJ war hier. Ja, ich weiß, er war auch bei mir. Hat er gesagt, was er gefunden hat? Ja. Inzwischen sieht es so aus, als würde vieles für seine Unschuld sprechen. Trotzdem solltest du in Zukunft vielleicht etwas vorsichtiger sein. Glaubst du, dass mich immer noch jemand umbringen will, Cruz? Hey, ganz ruhig. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, Licht in die Geschichte zu bringen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Dies ist Ihre Rechnung von Scott Clarks Elektroreparaturnotdienst. Für die Installation Ihrer Wohnzimmerbeleuchtung berechne ich Ihnen einen Abend voller Romantik. Sollten Sie zu dieser Rechnung Fragen haben, schließen Sie die Augen, bis Sie von fachkundiger Seite umarmt werden. Scott? Hier ist Scott Clark, der Elektriker für gewisse Stunden. Wo liegt Ihr Problem, Ma'am? Gefallen Ihnen die Kerzen nicht? Doch, sie sind wunderschön. Sehr begeistert klingt es ja nicht gerade. Wie hast du es geschafft, hier reinzukommen, ne? Der Hausmeister war so freundlich, die Tür aufzuschließen. Ich habe ihm erzählt, ich wäre der Elektriker. Ich war wohl ziemlich überzeugend. Warum bist du so furchtbar nass? Oh, mein Wagen ist liegen geblieben und deshalb musste ich zu Fuß nach Hause und das bei dem Regen. Bist du deshalb so schlecht gelaunt oder hat das noch einen anderen Grund? Der heutige Abend war für mich sehr anstrengend. Geht es deinem Bruder gut? Ja, ihm geht es sehr gut. Ich habe heute eine Frau getroffen, die vor kurzem ihren Mann verloren hat. Sie war so mutlos und traurig. So als wenn ihr ganzes Leben sinnlos geworden wäre. Du bist ja richtig durcheinander. Es machte mir irgendwie Angst. Das klingt so, als hättest du einen weiteren Grund, dich nicht zu verlieben. Du würdest mich verstehen, wenn du gesehen hättest, wie verzweifelt sie ist. Wenn man jemanden verliert, ist man verzweifelt. Aber sie bereut doch deswegen nicht, diesen Mann geliebt zu haben. Unter so einem Verlust wird sie ihr ganzes Leben lang leiden. Es ist besser, dieses Risiko einzugehen, als ein Leben ohne Liebe zu führen. Und damit der Gnade des Schicksals ausgeliefert zu sein? Nein, das meine ich überhaupt nicht. Lieben heißt nicht zwangsläufig leiden. Es ist alles ganz einfach, wenn du keine Angst mehr davor hast. Ich habe aber Angst. Das kannst du ändern. Du musst nur aufhören, deine Gefühle zu verleugnen. Kein Mensch auf der Welt kann ohne Liebe leben. Du genauso wenig wie ich. Und das weißt du. Es geht alles nur so schnell. Wie kannst du nur einen Zeitplan für deine Gefühle aufstellen wollen? Du kannst deine Gefühle nicht steuern. Das geht nicht. Ich will nicht verletzt werden. Wieso hast du kein Vertrauen zu mir? Du weißt, dass ich dich nie verletzen könnte. Ich liebe dich. Spürst du das nicht?
Nette? Pater Michael? Augenblick, ich zieh mich schnell an. Ich brauche noch mehr Kerzen. Es waren leider nicht genug. Was ist mit Ihrem Rücken passiert? Oh, Sie meinen die Narbe. Ist schon lange her. Das war ein Unfall. Ein Verkehrsunfall? Nein, ein Andenken an meinen Polizeidienst. Was ist denn damals passiert? Ach, das war eine dumme Geschichte. Aber lassen wir das. Ich hole Ihnen die Kerzen. Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, doch es wundert mich, dass ein so hervorragender Priester wie Sie einmal Polizist war. Das menschliche Elend, das ich während meines Polizeidienstes gesehen habe, hat mich dazu gebracht, Priester zu werden. Sicher haben Sie viele Menschen sterben sehen. Zu viele, es war ein Albtraum. Haben Sie auch jemand getötet? Oh, Entschuldigung, diese Frage hätte ich Ihnen nicht stellen dürfen. Es ist ganz normal, einem Polizisten so eine Frage zu stellen, aber ich bin kein Polizist mehr. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Tja, seiner Vergangenheit wird man nicht so schnell los. Nein, einiges kann ich leider nicht vergessen. Zum Beispiel? Es fällt mir schwer zu vergessen, dass ich ein Mann bin. Hallo? Ich bin's, TJ. Hör zu, ich muss dich sofort sehen. Ich kann hier nicht einfach weggehen. Wir treffen uns oben auf dem Dach des Krankenhauses. Da können wir ungestört reden. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Es ist wichtig. Bitte, Kelly. Ich muss dir so vieles sagen. Bitte. In Ordnung. Und wann? In 5 Minuten. Nein, ihr beide bleibt da, wo ihr seid und wartet. Und wo ist er jetzt? In Ordnung, wenn er wieder zurückkommt, dann sagt ihm, ich bringe Mrs. Conrad nach unten, und zwar in ungefähr 10 Minuten. Mein Partner ruft mich an. Ja. Ja? Gruß, es wird spannend. Pamela fährt jetzt los, ich häng mich dran. Okay. Bis später. Danke. Ich gehe jetzt. Tut mir leid, ich habe Sie in Verlegenheit. Sie in Verlegenheit gebracht. Ganz und gar nicht. Sie kommen auch wirklich allein zurecht? Ja, natürlich. Sie haben keine Angst vor dem Gewitter? Nein, überhaupt nicht. Gut. Das ist ein sehr großes Problem für uns alle, die wir dieses Leben führen, nicht wahr? Blitz und Donner? Nein, ich meine das Alleinsein. Früher haben wir uns unseren Mitmenschen gegenüber ganz anders verhalten können. Wir haben ihre Fehler und Schwächen geteilt. Heute müssen wir Vorbilder für sie sein. Dadurch entsteht zu ihnen eine Kluft, die unüberwindbar ist. Ich vermute, das ist der Grund, wieso uns niemand zuhört. Nein, das denke ich nicht. Gerade Ihnen hören die Leute gerne zu. Ihre Predigten sind sehr eindrucksvoll. Tja, hin und wieder kommen mir Zweifel. Aber wieso denn? Ach. Ich habe manchmal Angst vor mir selbst. Schwester Rebecca, haben Sie es jemals bereut, ins Kloster gegangen zu sein? Nein, niemals. Ich auch nicht. Ich glaube, wir zwei haben viele Gemeinsamkeiten. Stell dir vor, Kelly ist verschwunden. Keine Sorge, wahrscheinlich ist sie in das andere Zimmer gebracht worden. Aber das wolltest du doch veranlassen. Eigentlich schon, aber ich bin aufgehalten worden. Wahrscheinlich hat es einer der Wachleute übernommen. Sieh mal in Zimmer 357 nach. Ja, das werde ich tun. Hey, das ging aber schnell. Und ist Pamela auch hier? Ja, ich bin ihr bis hierher gefolgt. Doch dann hat sie unten im Foyer einen Fahrstuhl genommen und dann habe ich sie verloren. Na, wenigstens wissen wir, dass sie hier ist. Los, suchen wir sie. Das brauchst du nicht. Es wird alles gut. Ich werde dich beschützen. Was ist, wenn Pamela weiterhin versucht, mich umzubringen? Das lasse ich nicht zu. Sie wird nicht an dich herankommen. Wenn es wirklich Pamela ist, kannst du dir vorstellen, was das für Auswirkungen auf Jeffrey hat? Er wird daran zerbrechen. Du musst dir über Jeffrey keine Gedanken mehr machen. Ab sofort kümmere ich mich wieder selbst um meinen Sohn, so wie früher. Es ist erschreckend, was einem auf dem Dach eines Krankenhauses plötzlich zustoßen kann, nicht wahr? Oh.
wieder prima hingekriegt, Donnelly. Also wirklich, wie kann man nur so bescheuert sein? Der Mann deines Lebens gesteht dir seine Liebe und du vergraulst ihn. Tja, selbst schuld. Ich bin nicht da. Komm schon, mach auf. Ich bin es, Scott. Ich dachte, du wärst längst weg. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber mein Wagen ist nicht angesprungen. Wie das Leben so spielt. Ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich Hilfe holen kann, ohne nochmal hier aufkreuzen zu müssen. Aber leider... So ein Pech für dich. Darf ich telefonieren? Du solltest dir vielleicht vorher die Hände waschen. Warte, ich hol dir ein Handtuch. Das hätten wir gleich. Also, ich verstehe dich einfach nicht. Oh, mach dir nichts draus. Ich verstehe mich auch nicht. Ich bin immer noch genauso wütend. Daran hat sich nichts geändert. Doch, sonst wärst du jetzt nicht wieder hier. Ich bin nur zurückgekommen, weil ich telefonieren muss. Naja, das ist ja auch egal. Hauptsache, du bist wieder hier. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wirklich? Ja, ich habe mich blöd verhalten. Es stimmt nicht, dass ich dir nicht vertraue. Das tue ich, glaub mir. Aber was ist dann dein Problem? Wie kannst du dir so sicher sein, dass du mich liebst? Hesa, das kann ich dir sagen. Ich habe mein ganzes Leben lang auf so eine Frau wie dich gewartet. Da kann man sich nicht irren, glaub mir. Sie haben keine Chance, geben Sie auf! Halten Sie den Mund! Sie Verräter! Sie hatten doch schon alles, TJ. Das Geld, das Mädchen und trotzdem haben Sie versucht, mich reinzulegen. Doch dafür werden Sie jetzt zahlen, das schwöre ich Ihnen. Kannst du mir erklären, wovon Sie sprechen? Du darfst nicht auf Sie hören, sie redet völligen Unsinn. Dein Beschützer und ich hatten eine kleine Abmachung, Kelly. Ja, in der Tat. Er sollte dich verführen. Und deine Ehe zerstören. Und dafür wollte ich ihm eine ganze Menge Geld zahlen. Hören Sie endlich auf damit! Gehen Sie keinen Schritt weiter! Ist es wirklich wahr? Sagt sie die Wahrheit? Natürlich sage ich die Wahrheit! Ich würde zu gerne wissen, warum mir niemand glaubt. Oh Gott! Du hast doch wohl nicht allen Ernstes geglaubt, er würde sich etwas aus dir machen. Er ist nur auf seinen Vorteil aus. Er lässt sich kaufen wie eine ganz gewöhnliche Hure! Aber leider hat der Gute versucht, die Falsche aufs Kreuz zu legen. Ja, und dafür wird er jetzt mit seinem Leben bezahlen. So, ihr beide werdet jetzt schön brav nach hinten zum Geländer gehen, und zwar plötzlich! Ihr werdet mir Jeffrey nicht auch noch wegnehmen. Ihr habt mir schon Mason weggenommen, aber bei Jeffrey werde ich das verhindern. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Himmel, halt bitte! Halt endlich deinen Mund! Ich will dein elendes Gewäsch nicht hören! Ich will dich nicht mehr sehen! Ich will euch beide nicht mehr sehen! Und jetzt werdet ihr... bringen! Hört ihr schlecht? Ich sagte, springen! Was willst du hier? Halt dich da raus! Keine Bewegung! Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie Kelly in Ruhe! Ich will kein Wort mehr hören! Bitte vernünftig, damit kommst du niemals durch! Das werden wir ja sehen! Hey, was soll das, Mutter? Lass den Unsinn. Gib mir die Waffe. Jeffrey, sieh endlich ein, dass diese Frau es nicht wert ist. Sie ist nun mal eine Käferin und das wird sie auch immer bleiben. Sie ist meine Frau und ich liebe sie. Ja, das sagst du immer, aber das meinst du nicht so. Bitte nimm doch Vernunft an. Was ist mit dir los? Es hat doch keinen Sinn. Ich tue das doch nur für uns beide. Für dich und mich, Jeffrey. Das ist Wahnsinn. Was, vertraust du mir etwa nicht mehr? Glaubst du mir etwa nicht, dass ich nur das Beste für uns will? Zweifelst du an deiner Mutter, Junge? Gib mir die Waffen. Na komm schon, gib sie hin. Oh nein. Nein. Sie haben dich gegen mich aufgehetzt, nicht wahr? Du stehst jetzt auch auf ihrer Seite.